Nicht auf die Stühle klettern. Oh nein, nicht anfassen. Nein, wir schreien nicht. Nein, das ist nicht dein Spielzeug. Wie gut können wir auf diese Art und Weise unseren Kindern Grenzen setzen? Die Kinder wollen einiges ausprobieren. Die Kinder wollen die Welt erkunden, das gehört eigentlich dazu. Aber es gibt sehr oft die Situationen, wo wir Eltern sagen sollen, nein, das möchten wir nicht. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Mama Nadja. Auf diesem Kanal teile ich mit euch meine Kenntnisse über die Montessori-Erziehung, positive Disziplin. Wie wird man zu einem bewussten und achtsamen Eltern? Und ich hoffe, du bleibst da und wirst ein Teil dieser wunderbaren Community. Abonniere meinen Kanal, drück auf das Glöckchen, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Ich schlage vor, wir machen ein kleines Spiel. Mache gerne mit, vor allem wenn du zu Hause bist. Und das Spiel wird uns helfen zu verstehen, ob wir mit Nein und nicht wirksam Grenzen setzen können. Jetzt spielen wir ein Spiel. Es geht nur 2 Runden. Ich werde dir sagen, was zu tun ist und du machst, was ich dir sage. Okay. Und ihr, lieber Zuschauer, macht zu Hause bitte mit. Runde Nummer 1. Nicht hinsetzen. Den Mund nicht zumachen. Den Mund nicht aufmachen. Nicht in meine Richtung schauen. Steh nicht still. Beweg dich nicht. Nicht aufstehen. Runde Nummer 2. Aufstehen. Öffne deinen Mund. Mach deinen Mund zu. Schau mich an. Beweg dich. Bleib stehen. Hinsetzen. Welche Runde fandest du einfacher? 2. Runde Nummer 2. Wieso? Klare Ansage. Und was war schwierig bei der Runde Nummer 1? Das Gegenteil zu tun von dem, was du sagst. Das aufzunehmen, was du gesagt hast und dann das Gegenteil zu tun. Ja, war schwieriger. Wie war die erste Runde im Vergleich zu der zweiten Runde? Schreib mir gerne in den Kommentaren, wie hast du das empfunden? Da würde ich gerne mit euch darüber austauschen. Man konnte sehen, dass selbst die Erwachsenen Schwierigkeiten hatten, die erste Runde zu meistern. Man musste zweimal denken. Erstens, was will sie nicht von mir? Und zweitens, was will sie stattdessen von mir? Und für unsere Kinder ist es sehr verwirrend, wenn wir nicht Befehle geben. Die müssen diese zweimal nachdenken und für Kinder ist es noch schwieriger als für Erwachsenen. Das zweite Problem mit dem Nichtbefehl ist, dass wir den Kindern gerade das in den Kopf setzen, was wir nicht wollen, dass sie tun. Wir sagen dem Kind, nein, du darfst nicht den Keks holen. Und gerade diese Gedanke setzen wir dem Kind in den Kopf rein. Das Kind hört das Wort nicht, überhaupt nicht, das blendet es komplett aus und das Kind hört nur den Keks holen. Und wir wiederholen das nochmal und wiederholen das nochmal und das Einzige, was das Kind hört, Keks holen, Keks holen. Das ist genauso, wenn wir sagen, denk an alles Mögliche, aber nicht an den Affen. Woran wird man dann denken? Natürlich an den Affen. Also Tipp Nummer 1, die Grenzen positiv setzen. Oft tendieren wir dazu, Befehle zu geben, die negativen Grenzen zu setzen, anstatt zu sagen, was die Kinder tun sollen. Wir sagen oft, sei nicht so laut, deine Schwester schläft. Kletter nicht auf den Stuhl, du kannst runterfallen. Fahr nicht so schnell. Was können wir stattdessen sagen? Am besten sagen wir unseren Kindern, was sie tun sollen. Wir sagen, bitte nutze leise Stimme, solange deine Schwester schläft. Bitte bleib auf dem Boden. Die Füße bleiben auf dem Boden. Ich möchte, dass du herunterbleibst. Wir sagen, bitte fahr langsamer. Positive Befehle sind klarer und ermutigender und liefern bessere Ergebnisse. Es ist leichter, diese Befehle zu wiederholen. Man muss ja oft den Kindern wiederholen. Sie werden natürlich nicht nach dem ersten Satz aufhören zu tun, was sie nicht erlaubt sind zu tun. Man wiederholt es oft und wenn du einen positiven Befehl hast, positive Formulierung, kannst du das selber öfters wiederholen. Du bleibst dabei aber ruhiger, geduldiger. Oft ist es so, wenn wir 2-mal Nein gesagt haben und 3-mal Nein gesagt haben und 4-mal Nein gesagt haben, das Kind macht immer noch das Gleiche. Reizen wir uns selber oder steigen wir uns selber hoch und werden einfach gereizt. Wenn du aber positiv sagst,
bitte bleib auf dem Boden. Das können wir öfters wiederholen, bleiben aber irgendwie ruhiger. Deswegen sind die positiven Befehle viel besser, verständlicher für Kinder, besser auch für uns und geben klare Ansagen. Tipp Nummer 2, klare Botschaften setzen. Oft formulieren wir unsere Wünsche ein bisschen unklar und nicht deutlich. Zum Beispiel, wir hauen nicht. Wir nehmen das Spielzeug vom anderen Kind nicht. Wir essen kein weiteres Gummibärchen vor dem Mittagessen. Wir gehen jetzt schlafen. Und da fragt sich das Kind, wer ist eigentlich wir? Ich bin eigentlich dabei, das andere Kind zu hauen. Ich bin wohl dabei, das nächste Stück Gummibärchen zu holen. Und ich esse das Gummibärchen jetzt. Es ist viel besser, die Grenzen klarer zu formulieren und zu sagen, was du als Eltern nicht möchtest. Zum Beispiel, ich möchte nicht, dass du das andere Kind haust. Ich möchte nicht, dass du das nächste Gummibärchen dir holst. Ich möchte, dass du jetzt ins Bett gehst. Und in dieser Situation ist es dem Kind klar, wo das herkommt. Er weiß, was deine Wünsche sind. Was möchtest du, dass das Kind tut? Und es ist einfacher für das Kind zu befolgen. Eine weitere Verwirrung für das Kind stellt eine Formulierung in Form einer Frage. Zum Beispiel, findest du nicht, dass das Kind in deinem Alter bereits ins Bett gehen muss? Bist du bereit, jetzt in den Kindergarten zu gehen? Bist du bereit, jetzt die Schuhe anzuziehen? Wirst du heute am Abend um 10 zu Hause sein? Wir tun das, weil wir höflich sein wollen. Wir wollen mit dem Kind eine respektvolle Beziehung aufbauen. Aber in den Situationen, wo es eigentlich keine andere Alternative mehr gibt, ist es viel besser, klar zu formulieren und zu sagen, es ist jetzt Zeit, ins Bett zu gehen. Es ist jetzt Zeit, die Schuhe anzuziehen und dann in den Kindergarten zu gehen. Heute kommst du um 10 Uhr nach Hause. In dem Fall, wenn wir unsere Wünsche als Frage formulieren, kann das Kind einfach Nein sagen, wenn du keine weiteren Alternativen hast, es ist ihr Zeit, ins Bett zu gehen, dann das genauso zu sagen. Es ist ihr Zeit, ins Bett zu gehen und so keinen Verwirrungen führen. Tipp Nummer 3, konsequent bleiben. Wenn du entschieden hast, eine Grenze zu setzen, dann bleib bitte dabei. Es ist nicht gut, wenn wir sagen, das Kind sagt, kann ich bitte noch ein Gummibärchen haben? Und wir sagen, nein, heute darfst du kein weiteres Gummibärchen mehr haben. Mama, bitte, 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 nur ein Stück, bitte. Das ist doch nicht die Zeit jetzt für Gummibärchen. Wir haben noch kein Mittagessen gehabt. Aber Mama, bitte, 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 ich möchte nur ein einziges Stück. Ich werde nicht mehr danach fragen. Na gut, aber nur ein Stück. Hier waren die Grenzen nicht klar gesetzt. Und das Kind lernt dabei, wenn es sehr lange bettelt, dann bekommt er das, was er möchte. Dann wird von einem Nein ein Ja. Und da läuft man eine Gefahr, dass man halt keine konsequenten Grenzen setzen kann. Und das Kind lernt das und wird immer wieder diese Grenzen testen. Wenn ich eine Antwort Nein gebe, ist es wirklich ein Nein oder ist es vielleicht ein Ja, aber zu einem späteren Zeitpunkt? Zum Beispiel, ja, du darfst ein Gummibärchen noch nehmen, aber nach dem Mittagessen. Und sehr wichtig ist auch, mit deinem Partner in einem Boot zu sein und gleiche Meinung zu haben. Nicht so, dass das Kind von einem Elternteil zu dem anderen rennt, das eine verbietet was, das andere erlaubt es. Das wäre jetzt auch verwirrte Botschaften für das Kind, keine klaren Grenzen. Und der letzte Tipp, sag Nein nur in den extrem seltenen Fällen. Und am besten ersetze das durch Halt oder Stopp. Zum Beispiel, wenn das Kind auf die Straße rennt oder wenn das Kind ist kurz davor, sich zu verbrennen, weil es die Hand zu der Fahne reicht. In solchen Situationen ist es gut, so ein Wort zu haben, was wirklich stark klingt. Halt, und dann weiß das Kind ganz genau, oh, hier geht's nicht weiter. Ich darf jetzt nicht meine Finger in die Steckdose reintun. Also wenn man Nein nur in extrem seltenen Fällen sagt, dann ist dieses Wort sehr wirksam. Wenn du zu oft Nein sagst, dann geh mal zu Punkt 1. Überleg dir mal, wie du das umformulieren kannst, so dass es eine positive Botschaft ist. Ich hoffe, man sieht mich noch gut. Es wird ziemlich dunkel draußen. Ich habe kein Licht aufgesetzt. An dieser Stelle möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich freue mich sehr, eure Kommentare zu lesen. Ich lese jeden einzelnen Kommentar. Das wollte ich noch Bescheid geben. Leider, leider, leider schaffe ich nicht immer, jeden Kommentar zu beantworten. Ich gebe mein Bestes.
Bei dem letzten Video habt ihr so viele schöne, wunderschöne Kommentare geschrieben. Ich versuche dieses Wochenende die Kommentare zu beantworten. Ansonsten lese ich wirklich jeden Kommentar. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Deswegen ermutige ich euch, Kommentare zu hinterlassen, Likes zu setzen, falls es hilfreich war. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Tschüss.